Hey, ich bin Schauich. Also herzlich willkommen zum neuen Horror-Game. Wir spielen jetzt mal wieder ein etwas längeres Spiel. Wir spielen jetzt The Door in the Basement. Zu Deutsch, die Tür im Keller. Es geht so ungefähr 2 bis 3 Stunden. Ich werde das nicht in einer Session aufnehmen, denke ich. Weil es ist jetzt schon wieder ziemlich spät. Oh mein Gott, ich nehme ja mal abends auf. Und soll sehr atmosphärisch sein. Aber wir werden auch vermutlich Verfolgungsszenen kriegen. Es kann also ein bisschen hektisch werden. Flackernde Lichter und so sind wahrscheinlich auch drin. Ihr kennt das Spiel. Also das Spiel kennt ihr nicht, aber ihr kennt das Spiel, wie es so in Horrorgames abgeht. Und ich würde sagen, wir machen jetzt ein neues Spiel und öffnen die Tür im Keller. Es ist schon fast 10 Jahre her, seit ich das letzte Mal hier unten war. Ich wollte immer versuchen, diesen Keller als ein Kind zu vermeiden, bis ich diese Tür gefunden habe. Die eine Tür, die niemand anders sehen konnte. Besessen und neugierig würde es mir wahrscheinlich besser gehen, wenn ich in den Keller mich schleichen würde. Manchmal war die Tür verschwunden. Ich habe gehofft, ich will sie niemals wiedersehen. Aber sie kam immer wieder zurück. So viel dazu. Oh. Wow. Okay. Kelea sagt, Ben, Dad sagte, es sollten noch 4 weitere Kisten da unten sein, die du hochbringen sollst. Die sind mit gelbem Tape markiert. 0 von 4 Kisten ausgeliefert. Oder geholt. Okay. Das ist also der Keller. Wo ist die Tür? Wie ihr seht, ist es ein pixelated Horror Game, wie man so schön sagt. Deswegen könnt ihr das jetzt auch in 4K genießen. So. Okay. Das ist mal ein Keller, du. Kann ich hier drehen? Kisten mit... Ach, guck mal hier. Da ist eine. Kann ich die nehmen mit E? Pickup E. Okay. Eine haben wir schon mal. Was ist das? Untersuchen. E-Turn. Claire und Ben. Im College. 1996. Okay, und wegtun. Claire und Ben sind und meine Eltern. Dann wahrscheinlich. Da oben ist auch noch eine Kiste. Ach, okay. Ich kann nur eine Kiste tragen. Ich muss die erst hochbringen. Okay. Gut, kann ich rennen? Kann ich auch. Oh, das ist auch noch eine Kiste. Hier gelbes Band, alles klar. Warum habe ich die gerade nicht gesehen? Ich wieder. Abliefern. Okay, 1 von 4 Kisten abgeliefert. Nehmen wir mal die hier. Aha. Sollte eigentlich auch recht klar sein. So, eine dritte lag da hinten auf dem Schrank. Oh, ich könnte mir vorstellen, die Kiste, die Tür wird gleich erscheinen. Also, spontan sehe ich nämlich jetzt nicht eine 4. Kiste hier. Aber mal gucken. Okay, 3 von 4. Siehste? Mann, 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 ist das Spiel durchschaubar. Oh! Okay. Mhm. Ich suche erstmal, ob hier noch irgendwo die Kiste liegt oder so. Aber ich denke... Uch. Balken im Weg. Aber ich denke, wir müssen... Wir haben keine andere Wahl, Leute. Oh, nö. Ach, das ist also diese Tür. Scheiße. Ich hoffe, meine Eltern vermissen mich. Okay. Tust du mir was? Wer bist du? Ich will mal hier in der Ecke gucken. Ich suche eine Kiste mit einem gelben Band. Hast du sie gesehen? Ah, ich kann mit ihm reden. Talk.
Boah, siehst du creepy aus, ey. A. Er heißt A. A sagt nichts. Okay. Bleib bloß da stehen, du. Huh? Ist das Sand? Hold Shift to run. Okay, er bleibt stehen. Vorerst. Vorerst. Mensch, da haben wir uns aber ein Höhlensystem angelegt hier unten, ne? Der steht bestimmt gleich hinter mir. Richtig übel. Vor allem diesen Fleischerhaken. Okay, nach der Sandhöhle kommen wir wohin? Ich dachte, ich hätte Schritte gehört, aber es sind nur meine eigenen. Fühlt sich wie Wochen an, seitdem ich durch diese Tür gegangen bin. Ich bin so hungrig. Es gibt keine Sonne hier unten. Also habe ich, weiß ich nicht genau, wie lange ich hier unten schon bin und gefangen bin in diesem Ort. Aber ich weiß, es ist eine sehr lange Zeit. Ich suche nach einem Weg, wie man hier rauskommt, seitdem ich angekommen bin. Aber dieser Ort sieht so aus, als ob er endlos ist. Ich werde Nachrichten überall hinterlassen, um meine, ja, das, was ich gefunden habe, zu dokumentieren. Falls nichts anderes bleibt, wird es vielleicht ein guter Weg sein, um ja die Spuren oder ja, um zu verfolgen, in welchen Bereichen ich mich schon aufgehalten habe. Und vielleicht gibt es dort dann jemanden hier unten mit einem intakten Verstand, dem meine Informationen vielleicht nützlich sein werden. Marcus. Okay, wir sind also vielleicht nicht der Einzige hier unten. Ein gewisser Marcus. Müssen wir uns mal merken. Ist schon cool gemacht. Also ist sehr unique, sage ich jetzt mal. Mit dem Rost hier und so. Es wirkt nicht alles so zusammengeklatscht, sondern schon so fast so, als ob Raum für Raum bemalt wurde. Und auch mit der Beleuchtung finde ich sehr stimmig. Und bisher ist man natürlich neugierig, was hier passieren könnte. Auch die Sounds sind gut. Was ist das? Untersuchen. Kann ja mit der Hand angestellt werden. Brauchen wir wahrscheinlich ein Rad für, ne? Damit wir hier diesen Schacht aufkriegen. Kann man da reingucken? Oh Gott! Will ich gar nicht rein. Habe ich denn eine Wahl? Ich kann mich auch ducken. Okay, wollte ich mal testen. Ich habe keine Taschenlampe. Ich habe gerade F gedrückt. Intuitiv, weil es mir hier ein bisschen zu dunkel war. Okay, was haben wir denn? Hier haben wir nichts. Hier ist nichts. Ich suche mal eine scheiß Kiste. Oh, guck mal hier. Ja, guck mal hier. Zehn zu ducken. Ein Ladio. Kann ich nicht anmachen. Ah, wir sind von da gekommen. Einmal hier durch. Alles klar. Loch schreit. Hallo? Ich will da nicht rein. Sounddesign auch sehr eindrucksvoll, finde ich. Das könnte ein gutes Spiel werden. Na, warten wir mal ab. Ich dachte es schon so oft. Ah, was haben wir hier?
Hatch Handle. Okay. Ein Griff für die Luke. Also dann brauchen wir doch nichts zum, also natürlich da reinspringen. Wer weiß, wie viele Enden es gibt. Solche Spiele sind ja mal sehr, sehr gut darin. Haben wir irgendwie ein Inventar oder sowas? Irgendwas? Escape. Options. Ne. Ich dachte, wir hätten irgendwas, womit wir eventuell sehen könnten, was wir so in unserer Tasche haben. So dreht man also. Ja, das geht natürlich auch. Alles klar. Oh. Willkommen in Outlast! Du schon wieder. Hin. Hey. Du hast keine Augen, oder? Mehr. Hallo? Bleib ruhig. Mach dir keine Sorgen. Ich kann mich nicht um ihn kümmern. Ich kann mich nicht um ihn sorgen. Ruhig bleiben. Keine Sorge. Ich mache mir keine Sorgen darum. Okay. Ah! 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 Aua! Ah, fuck! Ah! Okay. Ja, da fast schon hier Lost in Vivo Vibes hier, ne? Ah, können wir nicht mehr hoch. Hi, ah! Wo muss ich hin? Schalter. Was? Aua. Das ist ja übel. Oh oh. Okay, okay. Habe ich einen Lebensbalken irgendwo? Wahrscheinlich auch nicht. Boah, Junge! Ich hoffe, wir können es verteidigen demnächst. Oh no. Ich habe andere Leute getroffen, die auch hier unten feststecken. Aber irgendwas stimmt mit denen überhaupt nicht. Jede Person, die ich getroffen habe, fehlt ihre Augen. Aber ich kann fühlen, wie sie mich anstarren. Es ist ein ungewöhnliches Gefühl. Wenn ich mit ihnen rede, sieht es nicht so aus, als ob es sie stört, dass sie sind, wo sie sind. Die werden mir immer wieder sagen, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Ich bin sicher, sie wissen mehr über diesen Ort, aber sie verweigern mit mir zu reden. Oder verweigern es mit ihr zu reden. Es ist fast schon so, als ob sie Angst haben. Oder ob sie eine Gehirnwäsche unterzogen wurden. Markus. Okay, das sind diese Augenlosen. Hatte der denn wirklich keine Augen, der Erste? Ich dachte, der Erste hätte Augen gehabt. Das kann man bei der Grafik ja auch nicht so sagen, ne? Hm. Okay. Ein Läderchen. Tür. Was ist da drauf? Da bin ich erstmal vorsichtig. Ah. Okay, da geht's sehr weit hoch.
Noch ein Radio. Ach ja, ich habe kein Flashlight. Okay, ich versuch's. Dann renne ich schnell zur Leiter. Ah. Okay, hier gibt's mehr. Missing. Austin Ward. Und Richard Brennan. Safe Game. Ah! Ein Safe Room. Sewers. Alles klar. Okay. So eine Tür ist wahrscheinlich dann immer der Safe Room. Gut zu wissen. Gut. Ich komme hier hoch. Einfach. Ja, es ist. Ah, ich wusste es! Ich wollte gerade sagen, es ist genau wie ein Outlast. Genau wie ein Outlast. Da sind wir auf so eine Leiter in den Sewers hochgeklettert. Und da guckt erstmal einer. Ast rein. Okay, wir sind wieder in der Sandhöhle, wie es scheint. Wäre schön, wenn wir hier irgendwie die Balken wegkloppen könnten. Da ist nämlich auch eine Laterne, wie es scheint. Aber da müssen wir wahrscheinlich erst ein Werkzeug oder so finden. Und dann können wir uns wahrscheinlich auch gegen die Bubis hier verteidigen. Also die Bubis. Der steht da nämlich. Warum kann ich die nicht nehmen? Na? Ey Leute. Ich höre ernst, oder? C. Sagt nichts. Okay, da ist ein Hebel. Da sitzt aber auch noch einer. Der Hebel ist wahrscheinlich für dieses Teil, ne? Zumindest geht da. Mhm. Stehe. Hat der auch ein Messer? Hat er nicht. Hallo. Was machst du hier unten? Ich bin auf dem Weg in den Garten natürlich. Welcher Garten? Hier gibt's gar nichts. Hast du ihn schon getroffen? Wen getroffen? Den Mann ohne Gesicht. Wer ist der Mann ohne Gesicht? Oh, es tut mir leid. Ich weiß nicht, wer das ist. Aber du hast gerade... Mach dir keine Sorgen. Ich mach mir keine Sorgen. Der Mann ohne Gesicht besser ist als die Leute ohne Augen? Ich habe den Mann ohne Gesicht noch nicht getroffen und ich will ihn auch nicht treffen. Ich möchte so eine Axt nehmen. Ja? Das ist ja immer besser hier. Ich bin begeistert. Die Snackluke. Hallo. Aber hier ist gar nichts. Oh Gott. Okay. Ja. Guck mal, hier sind auch alle weg. Wo ist der hin? Du was? Was ist hier passiert? Mach dir keine Gedanken darüber. Okay, don't worry. Be happy. Hui! Wir gehen tiefer. Okay. Oh. Da kommen wir nicht rein. Oh, ich hoffe, ich komme hier raus.
Wer mag nicht Keller? Oder wer mochte nicht Keller als Kind? Dieses permanente Gefühl, verfolgt zu werden. Ich höre Fledermäuse. Zumindest glaube ich, dass es Fledermäuse sind. Eine weitere Lampe, aber auch die kann ich nicht nehmen. Das ist der Mann ohne Gesicht. Ja, wir haben auf jeden Fall immer wieder hier diese Höhlen. Höhlen, den Sand. Aber gleichzeitig auch zwischendurch halt die Abwasserkanäle. Das sind schon sehr düstere Orte so. Was hängt da unter der Decke? Ich will es gar nicht wissen. Nee, das sind Netze mit Kisten. Ich dachte, das wären irgendwie Spinnen oder irgendwie so eine Scheiße. Da ist noch eine Tür. Da kommt man irgendwo hin. Okay. Vielleicht finden wir noch eine Note hier oder so. Naja, guck mal. Es fühlt sich so an, als ob ich dieselbe Person immer und immer wieder sehe hier unten. All diese Bewohner dieses Ortes sehen quasi alle, sie haben nichts Besonderes an sich, also keine Features. Sieht so aus, als ob sie nicht mehr sind, als ein leeres Slate. Ja, wie so was Leeres halt. Ich bin noch nicht mehr sicher, ob sie menschlich sind. Wer sind sie? Was sind sie, Markus? Boah, die Sounds sind echt übel. Hört's mit Kopfhörern, wenn ihr mir nicht glaubt. Sie kommen halt so gefühlt von überall. Okay. Wir müssen durch die Tür gehen. Okay, das Radio hilft mir auch nicht weiter. Gut, die Sound. Oh, da steht wieder einer. Ja, ich hab dich gesehen. Hast du wieder ein Messer? Okay, es ist ein Pfeil dran. Das heißt, wir können erstmal mit dir reden. Störe die Wände nicht. Die Wände? Kann uns hier nicht erreichen. Aber der Mann ohne Gesicht hat viele Haustiere. Wo sind wir? Wo ist der Mann ohne Gesicht? Mach dir darüber keine Gedanken. Ist da gerade dieser Leichensack runtergefallen? Okay, bleib aber bloß da, ey! Ah, normalerweise wären wir durch die Haupthöhle hier reingekommen. Verstehe. Ach, wie romantisch. Der Mann ohne Gesicht ist ein Romantiker.
wie es scheint. Störe die Wände nicht. Ich glaube, wir sollten nicht zu nah an diese Dinger rangehen. Oha. Ach, dafür sind die Fleischerhaken. Für Fleisch natürlich. Hier gibt's eine Spinnenweben. Ist auch ein Loch. Will nicht wundern, wenn er rauskommt. Okay. Wir sollten die Beine in die Hand nehmen. Ich dachte, eine Spinne. Wie ist die denn da reingegangen? Sie einen sehr eleganten Körper haben. Ah ja. So große, große Höhe. Ja, vielleicht können wir da durch oder so. Enter, okay. Aha. Eine Tür, wo wir was einsetzen können, wie es denn scheint. Ich habe angefangen. Ja, so ein Kratzen von den Wänden zu hören. Ich weiß nicht, wer diese Geräusche macht und ich will es auch nicht herausfinden. Falls irgendjemand das hier liest, bleib hier nicht zu lange. Markus. Take. Edged Bone. Ein Knochen haben wir genommen. Wahrscheinlich müssen wir... verstehe. Ein kantiger Knochen. Das ist ein Edged Bone, würde ich sagen. Was ist das? Enter. Verstehe. Ich denke mal, wir müssen die hier einsetzen. Inside Relict, alles klar. Hier ist das Kratzen. So, dann können wir da rein. Und kommen da wieder zurück. Ich wusste es! Ich wusste es! Oh Gott!
Ist so eklig mit den Spinnen. Wahrscheinlich da hinten, ne? Okay. So kommen wir zurück und können da hinten rein. Nichts wie weg. Oh Gott, ey. Das Spiel macht mich fertig. Dann können wir noch hier rein. Okay, eine weitere Höhle. Ich denke auf den... Nee, das... Ich bin nicht auf dem Schnellmodus. Ist das eine Wurzel oder ein Spinnenbein? Ah, ein Spinnenbein. Denke mal, wir dürfen nicht ins Blut und nicht zu nah an diese Spinnenhöhlen hier. Ekelhaft. Da ist eine Höhle. Ah ja. Da runter. Nee. Ich muss den Weg wirklich zurück. Aber wie? Also im Prinzip möglichst gerade durch. Haben wir es geschafft? Ich glaube schon. Okay. Ich weiß nicht wirklich, ob die Spinnen mich ergreifen würden, wenn wir zu nah dran sind. Aber ganz ehrlich, ich will es nicht rausfinden. Okay, letztes Artefakt einsetzen. Magic. Und das alles für eine Kiste mit gelbem Band. Okay, wieder in der Höhle. Besser als die Spinnenhöhle. Da geht noch irgendwo was. Sieht nicht so aus. Nichts, okay.
Safe Room wäre nett. Sind wir wieder. Ah, danke. Noch mehr Missing People. Ah, es sind vielleicht immer die, die man hier getroffen hat, ha? Gut möglich. The Overlook. Die Übersicht. Patient Benjamin Taylor. Der Patient leidet an PTSD. Und er hat es mitgebracht, weil als er die Körper von den Menschen, die mit ihm campen waren, gefunden hat, während eines Wochenendausflugs, den sie in den Green Valley Forest gemacht haben. Über 4 Wochen lang haben wir den Zustand des Patienten überwacht und es hat sich nicht verbessert, also werden wir eine kognitive Verhaltenstherapie für die nächsten 8 bis 12 Wochen durchführen. So. Ich hoffe, ich habe es richtig übersetzt. Kognitive Verhaltenstherapie. Wow. Das ist mal ein Häuschen. Okay. Ah, deswegen hier die Aussicht oder die Übersicht oder sowas. Was? Wieder eine Axt. Wieder nichts, was wir mitnehmen können. Kommen wir da irgendwie rein? Ist das wieder eine Spinnenhöhle oder müssen wir da durch? Ich glaube, wir müssen da durch. Käfige? Für wen oder was sind die? Das ist nur eine Wurzel. Ein Hirschgeweih. Das ist ein Hirschgeweih. Na, ist bestimmt eine Wurzel. Okay. Ich habe eine Frau getroffen. Heute eine Frau getroffen, die Zoe heißt. Sie ist normal, genau wie ich. Es sieht so aus, als ob sie einfach nur so, ja, verwirrt ist, genau wie ich, aber... Wir haben dieselbe Geschichte. Eine geheimnisvolle Tür, die erscheint. Und als wir durchgegangen sind, als sie durchgegangen ist, ist sie auch hier unten gelandet. Wir werden uns aufteilen und versuchen, nach irgendwas zu suchen, das vielleicht einen Weg hier raus aufzeigt. Vielleicht können wir mehr Leute wie uns finden, wenn wir weitergehen. Marcus. Okay, wie heißt die? Zoe. Zoe und Marcus. Ich muss echt mal lernen, den Namen zu merken. Versteht man die Story auch viel besser. Ich denke mal, wir werden jetzt zu diesem... Haus kommen. Ah! No! Ah! 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 Ich wollte mich einfach nur in die Höhle retten da. Weil ich glaube, solche Figuren, die können nicht hinterher... Oh mein Gott. Was, der Mann ohne Gesicht? Er verfolgt mich auf jeden Fall. Oh. Da lang? Sind Sie sicher?
Genau, seien Sie mir ein Leuchtfeuer. Oh. Wo sind wir? Naja. Der blutet aus dem Bauch. Ich kann nicht dahinter. Ich will aber... Ah, doch, hier. Ich will wissen, ob es hier noch Nachrichten gibt. Oh, warte mal. Hier ins Wasser zu treten, ist nie eine gute Idee. Ich denke mal, ich werde mich ans... So, ein Unterschied. Da ist auch noch so ein Feuerchen. Das wäre ein Zettel. Ein riesiges Skelett. Und irgendwas erinnert mich das. Ich komme gerade nicht drauf. Ich denke mal, wir müssen eher darüber, ne? Hier ist ja nichts mehr. Ja, es... Hallo? Da ist eine Höhle. Noch ein Skelett. Riesen. Oder Riesenhunde. Guck mal bei dem Häuschen da hinten. Nee, ist gar kein Haus, einfach nur ein großes Lagerfeuer. Aber da ist eine Höhle. Da ist auch nichts mehr. Oh, zurück in den Abwasserkanälen. Dieser Ort ergibt keinen Sinn. Ich dachte, wir wären irgendwo ganz tief unter Tage. Aber einer der Tunnel hat sich geöffnet und wurde ein riesiges Gelände. Hohe Felswände waren davon umschlossen. Aber es hatte trotzdem das Gefühl, als ob man draußen gewesen wäre. Die Wände hochzuklettern schien unmöglich. Ich habe riesige Skelette gefunden, die teilweise ja in dem Dreck versunken sind. Eins von ihnen sieht fast menschlich aus, aber es hat kein Gesicht. Im Eingang habe ich eine Statue gesehen. Es sah so aus, als ob er auf die Kreaturen zeigte oder auf die Kreaturen gezeigt hat. Was immer das für Dinger waren, sie waren hier schon für eine sehr lange Zeit. Markus.
Die sind immer diese Käfige, die aufgebrochen sind. Okay, da geht's weiter. Ach, endlich duschen. Schön. Schön ganz verschwitzt. Da geht's eh nicht weiter. Warum ist hier ein Tor? Das ergibt keinen Sinn. Okay. Geheimnisse für Augen. Du bist nicht bereit, deine Augen im Moment abzugeben. Komm mit Augen zurück. Ja, es ist, ja. Lost in Vivo, Leute, ne? Es muss Augen essen. Oh je, meine Nase kitzelt. Kein gutes Zeichen. Okay. Danke. Ja, geht. Ich will einfach nur diese scheiß Kiste finden. Ventilentis. Möglicherweise, müssen wir da durch. Safe room. Warte mal, wie hieß die nochmal? Marcus und Zoe. Wartungseingang. Cool. Alles klar. Ich nutze die Gunst der Stunde mal, um mir kurz die Nase zu pudern. Bis gleich. Okay. Warte mal, ach so, hier war eine Treppe, genau. Ich denke mal, hier werden wir irgendwie eine Steuerung finden. Aber erstmal eine Note. Patient Benjamin Taylor, mal wieder. Ich habe den Patient darum gebeten, das Tier zu beschreiben. Dass er bezeugt, dass ihn angegriffen hat in Green Valley. Okay. Witness, Zeuge, wovon der Zeuge wäre. Ach so, okay, der Zeuge, wahrscheinlich sind seine Kollegen tot und er hat das gesehen, was er gesehen hat halt. Den Angriff eines Tieres im Green Valley Forest, okay. Er hat mir gesagt, dass ein Monster für den Angriff verantwortlich ist. Er hat den Angreifer beschrieben, dass er große Antlers hat. Antlers? Weiß ich nicht. Und dass er auf zwei Beinen stand. Ja. Wie auch immer, es war ziemlich weit weg und ist zurück in die Bäume gegangen oder hat sich zurück in die Bäume bewegt. Okay. Also der mit der posttraumatischen Belastungsstörung hier, der Benjamin, ja, hat quasi auf einem Campingausflug seine Kollegen oder Freunde tot aufgefunden und hat quasi das Tier gesehen, das seine Kollegen angegriffen hat, das aber auf zwei Beinen stand. Okay, change speed. So können wir arbeiten. Okay, wenn jetzt irgendwas kommt, müssen wir schnell zurückrennen und müssen das Ding wieder anmachen. Hoffe ich mal. D
Überall diese Käfige, die auf sind. Wir haben uns aufgeteilt, um nach Antworten zu suchen. Das hat nicht funktioniert. Jeder auf sich selbst gestellt, wurden wir beide von einem großen, Shambling, weiß ich nicht, von einer großen Kreatur, Shambling-Kreatur, die halt Shambling ist, schüttelnden, weiß ich nicht, Kreatur angegriffen. Ist war möglich, oder wir haben es geschafft, abzuhauen. Aber ich glaube, wir sollten von jetzt an zusammenbleiben. Als wir getrennt waren, hat Zoe ein Messer gefunden. Es ist nicht sehr effektiv gegen diese Kreaturen, aber es könnte vielleicht später noch nützlich sein. Zum Beispiel, um sich die Augen rauszuschneiden für Antworten. Okay, ein Messer. Na schade, ich dachte, da lag es, aber da lag es nicht. Warum gibt es diesen Raum? Ich glaube, er ist weg. Oh, er ist vor ihm abgehauen. Der bewegt sich sehr unnatürlich. Wie werden wir den denn los hier? Ist mir egal. Ich habe nichts verpasst. Okay, das große Höhlen wieder. Sie kommen mir so vor, als ob ich hier schon mal war. Oh nö, noch einer. Oha. Was ist das mal für Geräusche, ey? Ich
wir müssen irgendwie über diese Plattform da. Was gibt's hier noch Schönes? Da sitzt einer. Da saß einer. Ich dachte, da wäre was. Patient Benjamin Tyler. Der Zustand des Patienten verbessert sich nicht. Er leidet nicht nur darunter mit der traumatischen. Er leidet nicht nur unter der traumatischen Erfahrung selbst. Er hat auch noch angefangen, Stress zu verspüren, indem er halluziniert. Besonders, er sieht eine Tür, die in seinem Keller erscheint. Ich werde den Patienten einer Gruppe oder einer Gruppe von Therapiesitzungen zuweisen. Und ich werde sehen, ob er mit anderen reden kann, die eine ähnliche Erfahrung haben und ob das vielleicht hilft. Sind wir vielleicht Ben? Benjamin? Okay, wir sind definitiv jetzt über dieser Plattform. Da auch überhaupt rüber gekonnt? Ich denke mal, wir müssen. Ah, wir müssen sie bewegen. Oh, schön. Aber wo geht's los? Und wo muss ich hin? Da ist auf jeden Fall eine Tür. Ach du Kacke. Wo starte ich denn? Hier vorne, oder? Jetzt wirst du, wo ich starte. Das sieht ja schon mal gut aus. Okay. Auf jeden Fall so irgendwie, ne? Warum geht's denn nur in die Richtung? Lass mich verarschen. Na gut. Alles klar. Aha, vielleicht ist es auf der. Ah, auf der anderen Seite sind bestimmt auch noch. Auf der anderen Seite sind bestimmt auch noch Räder, die wir drehen müssen. Ist das? Ach, ein Fass. Das reimt sich sogar. So. Ja, da ist der Start. Okay.
Geschafft! Vielleicht finde ich aber auch irgendwie. Ich glaube, das sind meine Fußstapfer, die diese komischen Geräusche machen. Ich bin mir nicht sicher. Oh, nee, eine Lampe. Immer wieder das Gleiche hier. Aber ich habe einfach keine Flashlight. Wann kriege ich die denn mal? Zoe ist verschwunden. Wir haben einen Ort gefunden, wo wir uns verstecken konnten und ein wenig schlafen konnten. Aber als ich aufgewacht bin, war Zoe nirgendwo zu sehen. Ich habe die Umgebung abgesucht. Immer und immer wieder. Es ist jetzt schon ein paar Tage her. Sie ist einfach verschwunden. Ich bin wieder alleine, Marcus. Okay, aber vielleicht können wir sie dann finden. Aha. Climb. Vielleicht finden wir dann das Messer irgendwann irgendwo. Oh. In Safe Room. Die verlorenen Tunnel. Schon wieder Tunnel. Bin mir ziemlich sicher, dass wir gleich ein Rad drehen müssen. Dann von der anderen Seite wieder. Oh mein Gott. Mannequins. Beeil dich. Beeil dich. Er macht dich besser. Oder er wird dich besser machen. Müssen wir vielleicht was bauen? Muss ich mir erst etwas Mut antrinken. Boah, diese Puppenköpfe, ey. Fehlt, natürlich. Natürlich. Natürlich! Ah, das ist wieder einer mit dem Messer. Okay. Wo ist der Griff? Der muss doch hier irgendwo sein. Aha. Der Ausgang. Okay, er hat mich nicht gesehen. I'm so clever. Ich sag ja immer, Brücken bauen muss man in so solchen Situationen, ne? Nur so kommt man weiter.
Nur so kann man Abgründe überwinden. Oh, noch ein Safe Room. Boah, ich warte drauf, dass das eine Falle ist irgendwann mal. Ach komm. Ja, das Spiel ist aber nicht fies, ne? Also es war schon eine Stelle, wir hatten jetzt Glück mit dem Drehrad, aber es war schon eine Stelle, wo man potenziell gut verkacken könnte und dann hätte man hier wirklich nochmal ein Stück wieder neu machen müssen. Aber wer weiß, vielleicht ist auch für den Rückweg. Oh no! Der Mann ohne Gesicht. Müssen leise sein. Wir dürfen nicht an diese Klimbim-Dinger hier drankommen. Er baut sie wirklich. Wir sind doch gar nicht da dran gekommen. Das ist krank. War ziemlich nice. Kann ich mit dir reden? Aus Teilen zusammengesetzt, ne? Okay. Okay, gehen wir zuerst hier lang. Na, der Weg ist versperrt. Hoffentlich muss ich den Weg nicht wieder zurück. Tja, gehen wir da lang oder da lang. Ich denke mal, hier wären wir rausgekommen, wenn wir... Also der verschüttete Weg ist hier. Aber gibt es noch was hier? Also wir müssen nun hier rechts. Ich habe das Gefühl, wir müssen wieder zurück. Patient Benjamin Taylor.
Der Patient hatte mehrere Gruppentherapiesitzungen und sein Zustand scheint sich nicht zu verbessern. Wir werden diese Sitzungen für ein paar weitere Wochen fortführen, aber falls es keine klare Verbesserung geben wird, werde ich anfangen, eine EMDR-Behandlung einzuleiten. Was auch immer EMDR ist, ich hoffe nichts mit Stromstößen. Zusätzlich könnte ich Ben einige Antidepressiva, denke ich mal, verschreiben, um seine Heilung, ja, zu unterstützen. Oh. Auch mit dir kann ich nichts schreiben. Brieffreund, willst du mein Brieffreund sein, bitte? Nein, reden. Schreiben meine ich nur wegen, weil es ja halt Text ist, ne? Okay. Ich dachte, ich muss auf der anderen Seite die Brücke, aber das ist eigentlich ziemlich geil. Dieses Konzept, das ist immer so nebelkerzenmäßig, so du denkst, du musst eine Sache machen, die dir eigentlich so super präsentiert wird, wie diese Tür auf dieser Plattform, die du verdrehen musst. Du denkst jetzt, ja, du musst jetzt den anderen Schalter finden, um das zu regulieren, aber in Wahrheit dringst du einfach immer tiefer und tiefer in dieses Konstrukt ein und verlierst halt so mehr und mehr dein eigentliches Ziel außer der Sicht. Und ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also Outlast 2 hat das ziemlich gut gemacht. Pull? Ziehen? Kann ich nicht. Brauche ich denn noch was für? Ja, geht nicht. Ah, komisch, jetzt geht's. Ah, so können wir jetzt noch. Verstehe. Aufwärts! Okay, definitiv gibt es jetzt kein Zurück mehr. Was liegt hier? Ach, das ist einfach nur das Licht. Verstehe. Ich dachte, es wäre ein Kabel oder so. Ich denke, wir werden nicht mehr zurückkommen. Wir werden einfach nur tiefer. Through the Brambles. Ich weiß nicht, was die Brambles sind. Oh. Nightmare House 2. Da gab es auch dieses Rohrhüpfen. Okay, sind wir sicher? Ist es sicher, dass das hier sicher ist? Das war knapp. Okay. Ich hätte gern mein Messer. Denn mit dem Messer geht es besser.
besser. Während ich meine Suche nach Zoe fortsetze, bin ich an einer Menge von Maschinen vorbeigekommen. Sie sehen so aus, als ob sie nicht hierhin gehören. Was ist der Zweck hinter diesen Maschinen? Wer hat sie gebaut? Ich habe versucht, hier die Einwohner zu fragen, aber keiner von ihnen konnte mir eine Antwort geben. Mach dir darüber keine Gedanken, haben sie gesagt. Wie viel wissen sie, Markus? Ich wäre nicht ich, wenn ich auch in dieser dunklen Ecke nicht nachgucken würde. Ist hier eine Tür? Tatsächlich. Blut. Das ist kein gutes Zeichen. Hoffentlich kommt da nicht wieder einer raus. Okay. Oh! Die ist sogar verrammelt! Oh! Keiner da. Wir sollen uns beeilen. Sagt ihr schon, wie gut ich das Spiel finde? Also es ist wirklich genau nach meinem Geschmack. Auch wenn ich kein Fan von dieser Pixel-Grafik bin. Ich finde, in diesem Fall unterstützt sie tatsächlich das Flair des Spiels und wertet das Ganze auf. Also so ähnlich, ja halt so ähnlich wie bei Lost in Vivo, ne? Ich kann ja nur davon schwärmen. Aber generell finde ich hier schon die ein oder andere Gemeinsamkeit aus dem einen oder anderen Horrorgame, das ziemlich gut war. Also, wie auch immer dieses Spiel gemacht hat, ich glaube, unterm Strich kann man sagen, dass die Person sich mit Horrorgames auskennt. Nochmal wieder unser Benjamin. Ich habe eine kleine Dosis von Antidepressiva verschrieben und habe angefangen, die EMDR-Behandlung durchzuführen. Die Kombination von der Medikation und dieser neuen Behandlung sind einzigartig erfolgreich, weil es sieht so aus, als ob Ben sehr viel ruhiger ist während unserer Sitzung. Während wir quasi die Ereignisse im Green Valley Forest nochmal durchgehen, erfährt er immer noch sehr hohen Stress, aber weniger, ja, in einer geringeren Dosis als noch vor ein paar Wochen. Ich werde diese Behandlung fortsetzen. Ja, für die nächsten Wochen und werde ein Auge darauf werfen, wie der Patient sich über die Zeit verbessert. Das gefällt mir gar nicht, weil es hier auf einmal nicht mehr weitergeht. Man zweifelt, man geht zurück. Man hört eine Tür. Oh Gott. Ich wette, die Tür ist jetzt auf. Die verrammelt war. Finden wir hier noch was? Wir sind doch gerade da rausgekommen. Nee, da muss noch was anderes sein. Vielleicht müssen wir wieder durch dieses Rad hier. Ach, guck mal hier. Hier ist die Lösung. Vielleicht nicht hier, aber da war noch so ein Rohr. Das ist aber auch ein Gitter, dann möglicherweise, ja, Jackpot. Das Rohrlevel.
Oh, ich hab den Eimer gefunden. Hey! Okay, nicht wirklich was hier drin. Sowas macht mich auch immer nervös. Radius, auch schlimm. Oh, nur eine Tür. War sehr dunkel. Es ist zu dunkel. Aha. Okay. Gecheckt. Checker-Schaui hier am Start. Hier stehen überall Lampen, aber es sind anscheinend nicht die, die wir brauchen. Da ist es sehr hell drin. Safe Room. Okay. Nein. Hey. Kumpel. Ich habe ein paar seltsame Leute hier unten getroffen. Aber einer von ihnen ist, ja, erwähnenswert, teilweise unnerving, keine Ahnung. Ich habe niemals tatsächlich sie von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber ich war fähig, mit ihnen zu sprechen. Und durch ein kleines, ja, Tor in der Wand an verschiedenen Orten. Ja, ihr dünner Arm ist quasi raus, von der anderen Seite raus, an mich, hat auf mich gezeigt, ne? Haben wir erlebt, der die Augen von uns haben wollte. Sie behaupten, Geheimnisse zu kennen über diesen Ort, aber sie haben mir nichts erzählt, bis ich ihnen Augen bringe. Wahrscheinlich wieder, ja, eine Erscheinung von einer weiteren verrückten Eigenschaft, war sehr wahrscheinlich. Aber was, wenn sie wirklich etwas wissen über diesen Ort? Werde ich jemals, ja, fähig sein? Oder werde ich jemals ein Auge für Informationen opfern können? Könnte es mir helfen, einen Weg herauszufinden? Markus. Oh! Sowas geht nie gut aus. Nie. Ich spreche da aus Erfahrung. Okay, wir haben diese schöne Taschenlampe. Wir haben einen Safe Room. Mir juckt schon wieder die Nase. Es ist spät. Ich muss ins Bett. Also ins Bett. Das wäre mehr. Deswegen speichere ich jetzt. Mache eine kleine Aufnahmepause für euch und wir sehen uns. Waterworks. Ah, Wasserwerk. Und wir sehen uns quasi, ja, genau, genau jetzt wieder, weil es geht weiter für euch. So, willkommen zurück. Da sind wir wieder. Rucki zucki. Für mich ist der nächste Tag, für dich nicht. Und jetzt können wir in den Bereich, wo es eigentlich zu dunkel war, denke ich mal. Wo war das denn nochmal? Da war die Note. Ja, ja. Das Problem ist, ne? Du hast es gerade gesehen, ich nicht. Aber ich glaube... Ja, Taschenlampe an, aus. Es klappert wieder hier. Ich glaube, da hinten war der Bereich. Meckert er jetzt? Er meckert nicht. Okay. Ein komplett dunkler Bereich. Oh Gott. Oh! Viele Räder liegen hier rum. Aber keins davon kann ich nehmen. Oh, Wasser. Halleluja. War da eine Tür? Ich dachte, ich hörte Geräusche aus dem Wasser. Jeder hier unten, es sieht so aus, als ob jeder hier unten nicht fähig oder unwillig ist, über das zu reden, was hier vor sich geht.
Aber scheinbar oder Stück für Stück rutscht ein Stückchen Information heraus. Als ich eine der Bewohner gefragt habe, über die Maschine befragt habe und zu welchem Grund sie hier ist, haben sie tatsächlich geantwortet, die Abfluss, die Rohre, die Rohre fährt dann das Abflusswasser zur Abattoir. Abattoir, okay. Das ist der erste, ja, Satz, der Sinn macht, den ich hier von einem von denen gehört habe. Ich habe versucht, sie weiter darüber auszufragen, über dieses Abattoir. Aber sie sind sehr schnell zu dem üblichen, mach dir keine Sorgen darüber, zurückgekehrt. Antworten, die ich von jedem anderen auch höre. Ich brauche mehr Informationen. Warum gibt es hier ein Schlachthaus in diesem Ort? Markus, ein Schlachthaus. Ich denke mal, ich könnte mir gut vorstellen, ich muss dieses Wasser hier ablassen, irgendwie. Ich muss Wasser lassen. Ach, du schon wieder. Vielleicht sagt er ja was. Geh nicht ins Wasser. Hatte ich nicht vor. Kann ich denn hier irgendwie drehen? Nein. Was haben wir denn hier? Discarded Eye. Ah, ein rausgeschnittenes Auge haben wir. Dann kriegen wir vielleicht die Antworten, die wir suchen. Weißt du, discarded rausgeschnitten? Okay, hier ist auch nicht besser. Geh nicht ins Wasser. Also dem Typen in der Wand kann ich auch nicht, ne? Und ihm das Auge geben. Geh nicht ins Wasser. Ich bin mir nicht sicher. Soll ich wirklich nicht ins Wasser gehen? Weil ich muss da ja irgendwie rüber. Eine andere Möglichkeit habe ich nicht, oder? Ich kann das nicht abdrehen oder so. Das, was ich jetzt erwartet hätte. Ich schätze, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Wir müssen ins Wasser gehen. Zumindest kann man hier stehen. Okay. Also ich soll wahrscheinlich nicht im Wasser schwimmen, aber hier mal drüber gehen ist okay. Hier ist ein Rad. Drehen. Okay, ist grün. Was gibt es noch zu tun? Was war das? It's in the water. Ich denke, ich sollte mich beeilen, wenn ich zurückgehe. Beeil dich einfach. Glück gehabt. Oh Gott, es verfolgt mich. Ich hoffe, es kommt nicht die Leiter hoch. So, ich hoffe, ich denke. Ich war im Wasser. Geh nicht ins Wasser. Ich hoffe, hier ist das Wasser jetzt abgelassen.
Es sieht zumindest weniger aus, ne? Können wir jetzt da hinten durch die Tunnel? Es war weiter oben, ne? Ne, wir können nicht... Ich bin mir nicht sicher. Ich überlege, ob ich hier irgendwie zurückkomme. War hier der Typ in der Wand? Ich weiß es nicht mehr, wo das war. Ob das schon eine Weile her ist. Aber ich glaube, wir sind hier über den Zaun gesprungen. Na, wir sind hierher gekommen. Wir kommen nicht mehr zurück. Das Geräusch immer. Pass mal auf, ich speichere erstmal, wenn wir eh schon mal hier sind. Geh ich nochmal eben in den Safe Room. Wenn ich ihn finde. Da hinten ist er. Ich überspeichere das einfach hier. Obwohl, wir nehmen einfach... Wir nehmen einfach einen neuen Safe Game. Huch. Ich denke mal, ich muss dann noch irgendwo ein zweites Rad drehen, damit wir das Wasser in dem einen Raum komplett abgelassen haben. Aber irgendwas ist in dem Wasser, das uns verfolgt. Hier müssen wir, denke ich, mal hin, da durch diese Tunneldinger. Und ein Auge habe ich. Ein Auge heißt eine Antwort. Ah, da hinten ist nämlich auch rot, ne? Aber wie komme ich da hin? Da ist die Tür ja zu. Da sind mehrere. Ah, ich muss da komplett rüber gehen. Okay. Der hängt jetzt auch die ganze Zeit hier rum, ne? Oder kann ich den hier in... Kann ich den irgendwie hier entlocken? Er ist auf jeden Fall ziemlich langsam. Okay, jetzt gehen wir. Oh. Kann doch hierher gehen. Oh. Okay. Ich weiß nicht wirklich, ob der uns was verfolgt, aber es fühlt sich so an. Da können wir auch nicht durch. Und dann noch da vorne links und dann wieder zurück. Hier bin ich. Komm, let's do this. Ha? Kommen wir dahin, da. Okay, okay. Ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich uns was antun können. Okay, das sind drei.
Leiter. Ah, steht direkt dran. Okay. Ja, geh weg, geh weg. Jetzt so ein bisschen weiter weg. Okay. Aber es ist höher, oder? Oh oh. Oh oh. Das ist echt ätzend. Okay. Nein, runter, runter, runter. Ja. Schnell, schnell, schnell. Oh, bitte. Jawohl. Puh. Ich hoffe, das war's jetzt wirklich. Grün, grün, grün. Alles grün. Sieht gut aus. Huch, ja. Hier ist jetzt auch kein Wasser mehr, gar keins. Oh, gar keins mehr. Kommen wir durch diese Rohre hier? Aha. Hier ist ein Rohr. Ich denke wieder an Lost in Vivo. Übel. Geräusche übel. Oh, aua. Autsch, autsch. Okay. Hier sieht es doch genauso aus. Wahrscheinlich auf der anderen Seite von irgendwas. Da geht es nicht weiter. Aha. Da geht's weiter. Sehr viele Rohre. Keine Note irgendwo. Auch hier nicht. Okay. Keine Ahnung, wo dieser Raum ist. Er schreit wie ein Mädchen. Ich hätte damit aber auch rechnen müssen. Hallo? Oh! Oh. Oh, fuck. Okay. Pumpenrätsel. Zack. 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 Zack, zack. Okay. Gut. Holy shit.
Hallo? Oh Gott, ich fühle mich so einsam hier. Was haben wir hier? Ein Auge! Ja, ja, ich kann es dir geben. Talk. Secrets for... Also, Geheimnisse für dein Auge. Du gibst das Auge, das du gefunden hast. Der Weg ist nur für die offen, die das Unnatürliche geopfert haben. Nur die Augen von einem, der hinter ihr seine Welt sehen kann, kann die Tür sehen. Und nur das Opfer wird die Schwelle übertreten können. Sie ruft ihn. Okay. Come back with eyes. Mehr Augen habe ich leider nicht. Momentan. Dann hätte man wahrscheinlich auch ein Auge noch irgendwo anders finden können. Schätze ich mal. Weil wir hatten ja schon mal die Hand aus der Wand. Die Wandhand, sozusagen. Okay, oh, Safe Room. Da habe ich immer Angst. Ob der Safe Room auch wirklich safe ist. So wie in Conjuring House, ne? Wo es dann auf einmal doch nicht mehr safe war. Okay, eine Note wäre mal wieder schön. Ah ne, da können wir raus. Okay. Sonst noch Türen, die wir öffnen können. Oder Nachrichten irgendwo. Abgeschlossen. Brauchen wir erst einen Schlüssel dafür, okay? Vielleicht in dem nächsten Bereich. Versuchen wir das mal. So, warte. Nach jedem Bereich ist wieder meine Taschenlampe aus. Okay. Weiß ja nie, ob der mich angreift oder nicht. Auch abgeschlossen. Vielleicht sagt er was. Nein? Es ist sinnlos, mit dir zu reden. Der Abattoir. Ich weiß, es hat sich wichtig angehört, aber als ich zurück zu dem Einwohner kam, der es ganz plötzlich erwähnt hat, habe ich ihn tot vorgefunden. Es scheint, dass irgendjemand oder irgendetwas nicht will, dass die Leute über diesen Ort reden. Glücklicherweise oder auf Glück, dass der eine, das über die, dem einen das über die Zunge gelaufen ist, habe ich jetzt einen Vorteil quasi dadurch. Bin ich jetzt geleitet. I have a lead. Habe ich eine Führung dadurch. Falls ich meinen Weg zu dem Abattoir finden kann, bin ich vielleicht fähig, Zoe zu finden und einige Antworten zu finden, zu kriegen. Kein Fernseher hier. Fernsehzeit ist rum. Showy Time ist hier. Okay, noch mehr. Deswegen reden sie jetzt bestimmt nicht mehr. Die Bewohner. Die Einwohner. Oh! Oh Gott! Fuck you! Das war fies. Warum kann ich nicht durch? Fuck. Diese random Sounds immer, die machen mich echt irre.
Okay, hier gab es keinen Schlüssel. Wie kommst du denn jetzt da rein? Wie? Und der ist wieder tot. Und hier ist auf. Das Spiel wird immer besser, habe ich das Gefühl. Aha. Ja, geh. Ich bin eingesperrt. Alter. Schnell speichern. Okay. Dann sollten wir jetzt durch das Tor da hinten kommen. Ja, das ist wirklich gefährlich. Muss man aufpassen. Tor wurde aufgeschlossen. Hallo? Ah. Noch ein Auge. Sehr schön. Können wir noch was fragen? Geheimnisse für ein Auge. Du gibst das Auge, das du gefunden hast. Bezeuge, wer dich hierher gebracht hat. Und er wird immer ein Teil, ein Stück von diesem Ort tragen mit ihm. Egal, wohin sie gehen. Ein Teil von ihnen wird immer hier bleiben. Wir behalten, was wir einfordern. Okay. Das hilft mir jetzt auch nicht wirklich weiter, glaube ich. So, hier war nur das Auge, ne? Käfige. Sehr viele Käfige. Teilweise ist da jemand ausgebrochen. Können wir irgendwie rein? Was finden? Nee. Okay. Auch hier wieder die Frage, wie sind diese Käfige in diesen Raum gekommen? Die Käfige sind alle größer als diese Tür. Käfige wurden also erst in dem Raum gebaut. Ich habe endlich Zoe gefunden, aber irgendwas ist mit ihr passiert. Sie ist jetzt wie sie. Eine leere, fassungslose Hülle. Also fähigkeitslose Hülle. Aber es hat Zoes Messer. Die einzigen Wörter aus ihrem Mund sind, mach dir keine Sorgen darüber. Waren alle Leute hier mal normal? Wird dasselbe mit mir passieren? Ich muss hier raus, und zwar schnell. Markus. Okay. Ah, ein Tunnel. Sehr schön, okay. Na, da ging es nicht weiter.
Okay. Dann durch den Tunnel. Hinein. Ins gemütliche Loch. Okay, da gehe ich besser nicht her. Okay, ich bin wahrscheinlich von da gekommen. Der Weg ist also der gleiche. Was? Nee, da ist nix. Nee. Da ist nix. Okay, da geht's nur runter. Und... Au! Oh, schon wieder so eine scheiß Mine. Aber Safe Room. Blätter werden immer mehr von dem Missing. So, ich fange jetzt wieder oben an. Das wird mir hier echt zu bunt. Was ist das? Oh nein! Taschenlampe, verlass mich nicht. Ihr wisst, wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, wie sehr ich Minen liebe. Ja, ich liebe Minen in Horrorspielen. Oh, nein, nicht die Spinne schon wieder. Da hinten ist Licht. Eigentlich mag sie kein Licht. Natürlich gehe ich in die dunkle Ecke. Weil ich natürlich nach Augen suche oder nach Zetteln. Weder das eine noch das andere hier. Okay. Oh, da geht's raus, okay. Oh ne, nur Kreis, okay. Geht's da wirklich raus? Oh, könnte das diese Festung sein? Da steht wieder einer. Wenn sie in die Metallbox gegangen sind, sieht man sie nicht mehr. Okay. Da kann ich hoch. Da kann ich runter. Da ist ein Rad. Da muss ich wahrscheinlich irgendwie hin. Aha. Okay. Kranrad aufgehoben. Ich habe Leute gesehen, die sich aufgereiht haben, da vorne vor dem Gebäude noch mehr verstandlose Hüllen, die beobachtet werden von diesen
Shambling, ja, zitternden, komischen Kreaturen, die Zoe und mich angegriffen haben. Es gibt keinen Weg, dass ich irgendwie fähig wäre, an ihnen vorbeizuschleichen. Es gibt keinen Weg, an ihnen vorbeizuschleichen und durch den Haupteingang zu gehen. Es gibt verschiedene hölzerne Wege, die in der Luft hängen. Sie sehen nicht sehr stabil aus, aber vielleicht sind einige von denen, führen sie mich zurück zum Eingang. Markus. Okay. Ich denke mal, mit diesem Hebel muss ich... Kranhebel, ja, das sieht stabil aus, ne? Kran ist da. Ist noch die Frage, wie kann ich den Kran bedienen? Wahrscheinlich muss ich dann doch erstmal da hoch. Mal gucken. Ah ja. Da komme ich zumindest darüber. Aber ich kann natürlich auch gucken, was da hinten ist, ne? Wir noch eine Note finden oder... Ach so, ja. Leiter ist kaputt. So kommen wir natürlich nach hier. Aber eigentlich müssen wir wahrscheinlich da hoch. Wahrscheinlich müssen wir jetzt ein Stück Leiter finden oder so. Mal sehen, was es auf dieser Seite so gibt. Vielleicht aber auch nicht. Okay. So gefängnismäßig hier. Aha, was ist das? Ein Stück Leiter. Okay, Leiterteil aufgehoben. Ah! Oh! Au! Wo kam der denn her? Kann er Leitern gehen? Kann er nicht. Oh Gott. Oh, ich hasse dieses Viech. Fix it. Ich war nicht fähig, diesen Gefangenen in der Nähe des Abattoir zu helfen. Es zeigte mir, dass es mehr und mehr Leute da gibt und die sich nicht verwandelt haben. Falls ich sie finden kann, können wir vielleicht zusammen den anderen helfen. Irgendjemand muss doch einen Weg heraus kennen. Okay, da müssen wir durch gleich. Da müssen wir auf jeden Fall durch. Und zwar hierher. Da geht's hoch. Was gibt's hier hinten? Nichts. Eine Leiter, du. Ah, ein Safe Room. Und ein Auge. Ein weiteres Auge.
Gibt's aber viele Safe Rooms, habe ich so das Gefühl. Diese random Fallgeräusche, das macht mich echt wahnsinnig. Okay, da könnten wir lang, das ist der kürzeste Weg. Zu geschlossen. Ich habe mehr von diesen seltsamen Dingern gesehen, die Zoe und mich angegriffen haben. Sieht nicht so aus, dass sie mit diesen Einwohnern von diesem Ort hier viel zu tun haben. Es sieht so aus, als ob sie besonders Zitadinen denen herjagen, die versuchen, einen Weg herauszufinden. Oder die von den Einwohnern, die mehr sagen, als sie sollten. Wie so eine Art, ja, Bewacher. Ja, Wächter oder sowas. Ich habe versucht, mich zu wehren, aber es funktioniert nichts. Alles, was ich tun kann, ist mich wegzurennen, mich zu verstecken und warten, bis sie weitergehen. Also, die können wir nicht bekämpfen. Aber das haben wir ja auch schon rausgefunden, nicht wahr? Schmerzhaft. Okay. Sieht so aus, als ob wir da sind, wo wir hin sollen. Ah. Der Sessel sieht gemütlich aus. Endlich mal was Neues. Ah. Ein Auge. Ja. Die Augen sind die Fenster zur Seele. Und was da durchgeht, durch diese Fenster, hat Konsequenzen. Bezeuge die unnatürlichen Blätter als ein Mark auf der Seele. Der Mann ohne Gesicht ist ein Patient. Seine Arbeit ist delicate, habe ich vergessen, keine Ahnung. Aber er will es beanspruchen, er wird beanspruchen, was seins ist, ganz am Ende. Der Patient. Also ich glaube ja, dass wir dieser Billy sind, von dem wir zwischenzeitlich mal gelesen haben. Und dass wir hier in irgendeiner Art Wahnvorstellung sind. Also anders kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich habe jetzt nach anderen Leuten gesucht, was sich jetzt nach Monaten anfühlt. Also es fühlt sich jetzt nach Monaten an, so lange habe ich gesucht. Ich habe so langsam angefangen, die Hoffnung aufzugeben. Aber letztendlich habe ich jemand anderen gefunden. Sie sagen mir nicht ihren Namen. Sie haben sich in diesem Ort versteckt und sie kennen einen Weg, wie man hier rauskommt und wieder nach Hause kommt. Unglücklicherweise ist führt dieser Weg durch das Abattoir selbst. ich will wirklich nicht dorthin zurückgehen, aber vielleicht habe ich keine Wahl. Es scheint so, dass ich vielleicht einen Weg, oder fähig sein sollte, einen Weg in das Abattoir finden könnte, indem ich den Fahrstuhl hoch zu den oberen Stockwerken nehme und dann durch den Fußweg gehen kann. Ein kleines Problem bleibt jedoch. Der Fahrstuhl ist kaputt. Was sind also meine Chancen, dass alles, was ich brauche, um den Fahrstuhl zu reparieren, hier in diesem Einwohnerbereich sein könnte? Ich bin so müde. Ich weiß nicht, ob ich noch viel weiter vorwärts gehen kann. Markus. Okay. Das ist der Fahrstuhl. Schätze ich mal. Und ich brauche ein Rad. Na, dann schauen wir mal. Was wir hier so finden.
Jetzt sag nicht, da ist noch ein Auge. Mensch, die. Ist ja quasi wie geschenkt hier. Von der anderen Seite abgeschlossen. Das war so fucking klar, ey. Einfach klar. Ach komm, ich nehme hier wieder Backrooms. Ach du Scheiße. Okay. Geschlossen. Ein Sicherungskasten. Okay. Mein neuer Freund sagt, bezogen auf meinen neuen Freund, der sagt, der Weg hier raus von diesem Ort ist durch ein Portal. Dieses Portal ist scheinbar auf dem Grund des Abattoir und ist umgeben von großen, ja, großen Felsen. Jacked, weiß ich jetzt nicht. Das macht, dass das Portal, dass man das Portal von unten erreicht, quasi unmöglich. Wie auch immer, das Portal ist von oben erreichbar. Er sagt, ich muss mich allerdings beeilen. Hier unten werde ich mich schnell verändern, bis ich wie die anderen werde. Wenn dieser Ort einmal von mir Besitz ergriffen hat, werde ich nicht fähig sein, zurück in die reale Welt zu gehen. Falls ich es schaffe, in das Abattoir zu gehen und meinen Weg bis nach ganz oben finde, dann könnte ich runterspringen und in das Portal hinein, was unter mir liegt. Ich glaube allerdings ernsthaft, dass ich nicht sicher bin, dass ich noch die Kraft habe. Was ist also der Punkt? Dass ich noch nicht mal versuche, einen Weg rein in diesen Ort zu finden und dann den Weg durch was auch immer zu machen, was ich da finden werde. Alles das für eine kleine Chance, dass dieser Typ vielleicht weiß oder vielleicht sicher weiß, wovon er redet. Markus. Okay. Markus hat eigentlich immer so vielversprechend gewirkt. So zuversichtlich. Und jetzt wirkt er eher so, als ob das alles keinen Sinn mehr macht. Depressiv halt, ne? Okay, ernsthaft, ich habe das Gefühl, ich habe mich verlaufen. Aber wahrscheinlich muss ich den Strom wieder anstellen, hä? Braucht Strom. Aber was ist der Code? Dämliche Strompanel finden. Stromkasten. Hier, glaube ich. Oh, fuck you! Okay, lass bloß den Strom an. Ich will mal eben gucken, ob man jetzt zu den anderen Türen kommt. Weil ich habe ja den Code gar nicht. Entschuldigung. Ich habe den Code nicht. Muss irgendwo sein. Müssen wir irgendwo finden.
Aber wir kommen ja nirgendwo mehr rein. Oder er steht hier irgendwo. Oder wir konnten noch in die andere Richtung gehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Quasi wieder zurück am Safe Room. Nee, war ja zu. Okay, abgeschlossen. Der Safe Room war hier. Da kommt man in die andere Richtung gehen. Ich save auch nochmal. Backrooms. Und dann gehe ich nochmal. Ich bin hier runtergefallen. Dann gehe ich nochmal in die Richtung. Ah, hier scheint aber nicht zu sein. Okay, wie finde ich den Code raus? Der muss hier irgendwo stehen. Ich schätze auch mal in der Nähe, weil es... Normalerweise waren diese Rätsel nicht allzu schwer. Okay, ich dachte, da gibt es vielleicht einen Hinweis. Den Fernseher könnte ich anmachen. Vielleicht hat dieses Licht damit zu tun. Vierstelliger Code. Die Antwort muss ja irgendwo hier sein. Ach da. Oh! 4308. Alles klar. 4, 3, 0, 8. Nice. Patient Benjamin Taylor. Der Patient hat sichtbaren Fortschritt gemacht, seitdem wir seine neue Medikation und Behandlung gestartet haben. Ich diskutiere, oder wir diskutieren darüber, was im Green Valley Forest passiert ist. Und es ist so viel einfacher für ihn geworden. Er versteht jetzt, dass das, was passiert ist, ein kompletter Unfall war und dass es nicht seine Schuld war. Das Monster, an das er glaubt, was dafür verantwortlich ist, für den Angriff, ist auch in eine neue Rolle geschlüpft oder sowas. Während er immer noch nicht weiß, was es war, behauptet er, oder beteuert er, dass er wahrscheinlich einfach Dinge gesehen hat. Ich glaube, der Patient wird bald nicht mehr diese Sitzung benötigen. Wahrscheinlich habe ich die umgebracht, oder? Oh! Oh! No! No, no! No, no, no! Aua! Wie komme ich hier raus? Wo muss ich hin? Ah! Ha? No, 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 no!
Aua. Safe Room. Ich speichere mal, aber wohlgemerkt einen anderen. Ist das nicht der Aufzug? Nee, ist eine Halle. Hallo, was ist hier unten? Gar nichts. Huch. Das wäre eine Note gewesen. Hier. Ich bin müde. Mein Körper fühlt sich schwerer an. Es fühlt sich schwerer an zu bewegen. Ich muss weitergehen, sage ich mir selber. Aber warum? Ich werde nicht hier rauskommen. Ich fange an, dass die Einwohner vielleicht recht haben. Mach dir einfach keine Gedanken drüber. Falls ich mich niemals... ich habe noch nie daran so sehr an mir selbst gezweifelt, diesen Ort zu verlassen. Vielleicht würde ich mich nicht diese zerdrückendes Gewicht fühlen, das ich jetzt fühle. Worüber kann ich mir schon Sorgen machen, wenn ich nichts zu verlieren habe? Ich bin müde. Markus. Ja, es ist anstrengend, aber wir haben es doch fast geschafft. Wir müssen nur noch diesen Aufzug reparieren. Und irgendwie zurückkommen. Oh! Ich wusste es. Ja, ist gut. Nein. Aua. Du bist gestorben. Oh, nee. Okay. Machen wir ihm besser nicht den Fernseher aus. Ich wusste es. Hoffentlich geht der Strom da nicht aus. Okay. Das erste Mal gestorben im Spiel. Nach? Ich weiß es nicht. Fast 2 Stunden oder so. Kannst nicht genau sagen, weil es ist ja der zweite Teil hier, den ich jetzt, ne? Okay, ist nur vom Ventilator der Schatten. Ach, die Eisenkisten. Wenn sie in die Eisenkisten... Wenn da unsichtbare Hunde drin sind. Sind sie denn noch abgehauen? Resident Evil lässt grüßen, ne? Den Zombie-Hunden. Okay, nichts an, ja. Ein Auge! Jetzt habe ich schon 2 davon. Oh, da können wir wieder durchkriechen. Okay, da geht's nicht weiter. Irgendwas scheint über mir zu sein. Da geht's hoch. Mal gucken, ob hier noch was liegt. Ein Auge. Ein Zettel.
habe heute relented, keine Ahnung. Dieser schreckliche Arm hat mich heute schon wieder gestört. Und ich habe das Angebot angenommen. Opfere ein Auge, um die Wahrheit zu sehen. Jetzt weiß ich es. Sie haben mir aufgezeigt, dass es keinen Weg hier raus gibt aus diesem Ort. Wenn du erst einmal beansprucht wurdest, kannst du nie wieder entkommen. Alles, was noch übrig ist, ist zu warten und dich selber von dem Mann ohne Gesicht nehmen zu lassen. Ich frage mich, was mehr ich daraus hätte lernen könnte von meinem anderen Auge. Wird es mir mehr, ja, Komfort liefern? Wenigstens müsste ich nicht diesen verfluchten Ort weiter ansehen. Markus. Okay, Markus komplett lost mittlerweile. Was muss ich denn finden? Ein Rad. Ein Rad. Mal, hier geht's raus, ne? Ich glaube, hier geht's raus. Wir müssen schon in diesem Bereich bleiben, so wie es aussieht. Aha, was haben wir hier? Elevator Crank. Alles klar. Ach ja, wir sind oben. Hier sind wir runtergefallen. Ah, verstehe, verstehe. Seite für Seite, unleserliches Zeug. Das Einzige, was du vage erkennen kannst, sind die Worte. Mach dir keine Sorgen daraus. Unterschrieben mit M. Er hat sich also letztendlich verwandelt. Und ich habe mich verlaufen. Ah, da sind wir drüber gefallen. Okay. Beim Aufzug. Ah ja. Okay. Oh, der Prozess ist ein delikater. Eine Person in etwas anderes verdrehen. Viele verlieren sich selber. Apartheid hält an und sie werden nichts anderes als eine leere Hülle, bereit für die Ernte. Andere reagieren mehr brutal. Ihre Körper verdrehen sich in, keine Ahnung, Towering Monstrosities, keine Ahnung. Einige würden das sich selbst ablehnen als Fehler, aber der Mann ohne Gesicht braucht viele Ressourcen, ist ressourcenhungrig, ja. Aggression kann verletzend sein und wird benutzt, um die Kuh in Schach zu halten, denke ich mal. The cattle in check. Ja. Warum solche wertvollen Dinge wegschmeißen? Das sind dann die Jäger wahrscheinlich. Also die verwandeln sich dann in zwei Typen. Einmal die Augenlosen und die sich halt jagen. So, ein Auge haben wir noch. Alles klar. Auch wenn es nicht erforderlich ist, ist den Geist zu brechen ein toller Erfolg in diesem Prozess.
so weit weg von ihrer eigenen Welt zu sein, verursacht es das bei den meisten, die hierher gebracht werden, um es zu bezeugen. Wither, glaube ich. Nee, Witness heißt bezeugen. Was ist denn Wither? Keine Ahnung. Je länger sie in dieser Welt sind, umso mehr nutzen sie ab. Möglicherweise geben sie einfach auf und sind dann bereitwillig, übergeben sich bereitwillig dem Prozess. Habe ich noch mehr? Okay, come back with eyes. Okay. Jetzt gehen wir nach ganz oben, hä? Oder nach ganz unten. Nach unten gehen? Wer hätte das gedacht? Okay. Wir gehen nirgendwo mehr hin. Patient Benjamin Taylor. Bens letzte Sitzung steht bevor. Ich bin ziemlich stolz, wie er Fortschritte gemacht hat. Und natürlich über seine Therapie. Ich habe immer noch ein paar Bedenken über diese Halluzinationen. Ich glaube, sie sind ein Symptom von seiner PTSD. Aber selbst nach der Behandlung behauptet er immer noch, dass er diese Tür sieht, die im Keller erscheint. Ganz plötzlich, ohne Bezug. Holy shit. Okay, Service Entrance, machen wir Caverns. Caverns, okay. Klingt wie Taverns, keine Ahnung, was Caverns sind. Wahrscheinlich auch wieder Minen, Minenschächte. Zwei Wege. Nee, doch nicht. Ja! Ach, die Geräusche immer. Okay. Ja, Höhlen wahrscheinlich. Höhlenschächte. Sieht ja schon wie eine natürliche Höhle aus, irgendwie. Ich hoffe, hier lebt nix. Sind hier Fenster. Was sollen wir sehen? Wir sind jetzt quasi draußen. Das war draußen hier. Oder? Eine Riesenmotte. Motte zum Licht. Oh oh. Ich weiß, wo es hinführt. Blockiert! Was auch sonst. Ich mach mal das Licht aus. Da kommen wir definitiv nicht runter. Morty? Was ist das?
Gondel aktivieren. Toll! Gemütliche Gondelfahrt. Hoffentlich stürzt die Scheiße nicht ab. Und vielleicht müssen wir da raus? Ich will da. Oh! Ja, wir müssen da raus. Oder? Hat uns angegriffen. Wir hätten vorher aussteigen können wahrscheinlich. Ah, schon wieder drei Stück finden. Okay. Mhm. Ach, komm, nehmen wir den ersten. Okay, die sind groß, aber die scheinen mir nichts zu tun. Ja. Ein Stück haben wir, alles klar. Bin ich jetzt wieder oben? Ach, wären wir hier rausgekommen? Kann das sein? Das ist einfach zu groß. Noch eins, okay. Nope! Ich hier zugemacht. Ah, oh, fuck. Okay, wo ist das dritte? Da rennt er noch rum, okay. Wir sind wieder safe hier unten. Irgendwo muss es noch ein drittes geben. Vielleicht auf der anderen Seite. Ich setze erstmal ein. Okay, zwei. Ach hier, drei. Easy peasy. Alien-Tür. Das ist Feuer oder so? Oh nein! Der Mann ohne Gesicht hat mich genommen. In seinen Käfig gesteckt. Oh. Move. Ah. Alles klar.
klar. Escape the? Entkomme dem Künstler. Das sieht gefährlich aus. Dieser augenlose Idiot hat mich gefangen. Nur weil ich nicht aufgebe, heißt es nicht... Was? Nur weil er aufgegeben hat, heißt es nicht, dass ich es auch sollte. Ich lasse diese Nachricht hier in der Hoffnung, dass es vielleicht anderen hilft. Es gibt einen Weg hier raus. Ein großes Portal, das diese Welt mit der verknüpft, wo wir herkommen. Falls wir es erreichen können, können wir endlich nach Hause gehen. Okay. Talk. Es ist jetzt Zeit für mich. Ab in die Metallkiste. Keiner mehr gesehen. Okay, was können wir da machen? Inspect. Vielleicht könnte etwas benutzt werden als Brücke, damit wir den da durchgehen können. Durch den Abgrund. The Gap. Den Spalt. Da kommen wir vielleicht her. Sagst du auch was? Nein? Okay, hier aufpassen. Hierher. Sub. Ich brauche also ein Brett. Hey, Bros. Ah, da können wir hoch. Aber wo ist der Schalter? Da. Du sagst auch nichts, ne? Ja. Ich sehe ein Brett. Das ist doch nett. Ich dachte, da liegen noch Notes deswegen. So, hier war das. Der Abattoir ist ein Fort und eine Festung für die, die hergebracht werden. Bezeugen, wir werden gerufen, wurden genommen, um transformiert zu werden oder verwandelt. Ich weiß nicht, wer der Mann ohne Gesicht ist oder was er von uns will. Und ich will es eigentlich auch nicht herausfinden. Das Abattoir wurde oben über das Portal gebaut. Noch vor unserer... zurück zu unserer Welt. Falls wir eine Chance haben wollen, diesen Ort zu verlassen, müssen wir hineingehen. Aber wer hat das jetzt geschrieben? Wer hat das jetzt geschrieben? Vielleicht Zoe? Ach nee, Zoe hat sich ja verwandelt. Zoe kann es nicht geschrieben haben. Kommst du auch mit? Bestimmt nicht. Hier ist ein Kabel. Aha. Ah, das Tor ist offen. Okay. Da ist eine Leiter hoch. Und da ist eine Leiter hoch. Okay. Ist hier noch was zu lesen? Nein.
eintreten. Okay, sind wir jetzt drin in diesem Ding? Da müssen wir wahrscheinlich hin, hä? Warum sind hier so unterschiedlich farbige Container, damit wir uns den Weg merken können? Red ich besser nicht drauf. Oh, Safe Room. Lost and found. Okay, sprechen wir hier noch. Abattoir. Ja, wir sind drin. Das erinnert mich an die Heisenberg-Fabrik von Resident Evil 7. Irgendwie. Mach das nicht. Kein Plan, wo ich überhaupt hin muss. Ich glaube, dann einfach hier weiter. Weiter hoch, ne? Grüne Container, rote Container, blaue. Da müssen wir her. Hier ist nichts mehr. Abgeschlossen. Siehst du? Wo finden wir einen Schlüssel? Ah ja. Das hätte man aber auch nicht sehen können, dass man hier nochmal hergeht. Wenn so eine Tür schon so toll präsentiert ist, wo du denkst, ja, es ist so einfach. Nur noch diesen einen kleinen Ausweg. Vergiss es. Vergiss es! Wobei ich zugeben muss, dass wir wahrscheinlich bald durch sein müssten, weil, wie gesagt, wir haben jetzt schon fast 2,5 Stunden, denke ich mal, so ungefähr. Und ich glaube, so 2 bis 3 Stunden geht es. Ich brauche ja erfahrungsgemäß immer ein bisschen länger. Aber ich habe so das Gefühl, ich meine, wir sind ja im Abattoir, hier soll das Portal sein. Wir dürften also gar nicht mehr so lange unterwegs sein. Ehrlich gesagt, so spannend, wie es auch ist und so faszinierend, bin ich dann doch froh, wenn es rum ist, weil es doch ziemlich stresst. Oh, die Körper! Ah, die Körperfabrik. Was? Ich darf nicht. Okay, muss ich mit? Weiter. Okay. Tricky. Na, hier geht's aber auch lang. Thank you.
kann ich nicht her. Ist das nicht der Weg? Oha. Das ist mal ein Häcksler, du. Oh, oh, oh. Rechts oder links? Glück gehabt. Das Portal ist unser Weg hier raus. Aber das Abattoir wurde oben drauf gebaut. Und das macht es schwierig, es zu erreichen. Wie auch immer, das Portal hat einen Spalt in den Grund gebaut. Als Basis von dem Abattoir. Okay. Achso, hat einen Spalt im Grund. Ein Riss quasi. Im Grund. In der Basis vom Abattoir. Riesige. Ja, Steine verhindern, dass man es von dort das unterste Bereich erreicht. Also müssen wir einen anderen Weg finden, um durchzukommen. Ja, reinspringen oder so, ne? Gate Key. Auge? Jetzt brauchen wir nur eine Hand. Ich nehme wieder den rechten. Jetzt müssen wir nur meinen Weg zurückfinden. Geschafft. Okay, mal überlegen. Wo war das Tor nochmal? Wo war das Tor? Hier rechts, okay. Wurde aufgeschlossen. Ah! Auge, Auge! Bitteschön, bitteschön! Frischer Augäpfel! Der Transformierungsprozess ist nicht ohne Fehler. Für die, die quasi verweigern, die sich verweigern, werden ja, Enforcers. Das sind quasi so Erzwinger. Ja? Also Wächter oder was auch immer. Die, die zu gebrochen sind, um, tja, um das durchzumachen. Ihre Körper wither und werden, ja, displaziert in Raum und Zeit. Sie sind kaputt, aber nicht ohne Nutzen. Eine konstante Präsenz, die Bezeugten zu ihrem finalen Ziel zu bringen. Ja. Savey, savey. Gott, das wird immer mehr hier, ne? Da, okay. Immer mehr Verschwundene, die in diesen Welten, in dieser Welt verschwunden sind. Und wahrscheinlich auch die Tür im Keller haben. Da stehen sie alle bereit, verheizt zu werden in dieser Maschine. Ja, ich wusste es. Nee, gar nichts. Okay. Okay, okay. Ich finde die aber auch sehr unangenehm hier, diese Fabrik.
Da geht's hoch. Okay. Ja, es ist schon... also es erinnert mich wirklich stark an die Heisenberg-Fabrik. Wie gesagt, also ich habe es ja schon mal erwähnt, glaube ich, in der letzten Aufnahmesession, auch in diesem Video, dass der Entwickler von diesem Spiel auf jeden Fall... Scheiße, da sind zwei Stück von denen. Sich auf jeden Fall auskennt mit Horror-Games. Muss mal gucken, was der sonst noch so gemacht hat. Oder die Entwickler. Oder die Entwicklerin. Ist ja nicht, wer es gemacht hat. Okay, also. Können wir in diesem Raum was finden? Ich schätze einen Hebel. Tor, das da war. Ein Auge. Können wir nochmal zurück. Und Handy fragen. Aber erstmal gehen wir hier hoch. Denke mal, hier wird es irgendwo den Hebel geben. Das war eine Tür, aber mehr nicht. Okay. Ja, guck da, das meine ich nämlich. Zwei Rennen darum. Was ist das? Ring Bell, okay. Feierabend. Okay, wie kommen wir jetzt zu Handy zurück? Ah, so viel von Safe Room. Da. Okay. Die Maschine steht still. Irgendwo klemmt's. Oh, na hier. Das Portal, das uns zurück zu unserer Welt führt, kann nicht von den unteren, vom unteren Bereich erreicht werden. Aber wir können das Abattoir hochklettern und vom Dach runterspringen. Wir können das Portal vom Dach erreichen. Es ist gefährlich und eine falsche Bewegung wird dich töten. Aber es ist besser, es zu riskieren und eine Chance zu haben, diesen Ort zu verlassen, als einfach nur hier herumzuhängen, bis du dich in eins von diesen Dingern verwandelst. Der klemmt da fest, guck mal. In der Tür. Ja, passiert. Oh no. Habe ich schon bei The Evil Within geliebt. Wirklich. Ah! Handy! Secrets for Ice. Es ist ein tedious Prozess, um die verlangten Subjekte zu erreichen. Der Spalt, der sich öffnet, der sich geöffnet hat vor langer Zeit, hilft nur wenig. Oder ein wenig. Es ist ein Täter zwischen zwei Wolken, aber
diejenigen, die von dieser hier beansprucht wurden, können niemals diesen Ort verlassen. Wenn sie einmal markiert sind, muss eine Bezeugung gemacht werden für ihren eigenen Weg hier in dieser Zeit. Also, wir dürfen uns nicht verwandeln, sonst kommen wir hier auch nicht mehr wieder raus. Sind wir jetzt nicht schon wieder unten? Kann mich aber auch irren. Oh! Oh no! Call Elevator oder was? Was muss ich tun? Ah! Aua! Ah. Alles klar. Oh, okay. Ja. Ich glaube, Call Elevator stand da. Ah. Oh, wir fahren hoch. Okay. Vielleicht müssen wir jetzt vom Dach springen. Zurück mehr, aber hey, wir haben es geschafft. Wir haben es bis hierhin geschafft. Da lag noch eine Note. Ich habe es fast geschafft, ich kann es fühlen. Ich werde mich ein bisschen ausruhen für eine Weile. Ich kann Bewegungen in dem Gebiet vor mir hören. Ich bin besser bereit zu rennen und mich nicht mehr umzudrehen. Nur eine einzige Aktion, noch ein Sprung und alles ist vorbei. Ein Weg oder der andere? Der eine Weg oder der andere? Oh! Fuck! Fuck, fucky! Nimm dir einfach die Treppe, ey! Okay, ich bin oben. Oh, fuck, ey. Oh! Vorsicht vor Türen, ey. Okay, hier. Springen. Okay, da ist das Portal. Wie strange, ey. Habe ich es geschafft? Bin ich wieder in meinem Keller? Ich glaube schon, ne? Ich muss die vierte Kiste noch finden. Die Tür ist weg. Ich hab's geschafft. Okay, und jetzt? Okay. Uh-oh. Ist doch noch nicht vorbei. Man kommt einfach nicht raus aus dieser Welt. Safe Room. Oh, jetzt wäre ich vorsichtig bei diesem Safe Room. Okay, ein Brief. Ben Taylor. Benjamin, missing. Das bin ich. Ich bin schon einer von ihnen. Ich war es die ganze Zeit. Deswegen kann ich die Welt nicht verlassen. Und kann mir nur die Augen nehmen. Claimed. Beansprucht.
Okay, das war The Door in the Basement von Aegon Games, aegongames.com. Daniel Thompson. Okay, Daniel und David. Zwei Leute nur gemacht. Ja, richtig cool. Also hat mir wieder richtig gut gefallen. War auf jeden Fall wieder ein anderes Spiel. Oh, sehr viel Sounds, Musik sehe ich gerade. Es gibt keine Probleme auf YouTube, mal sehen. Und ja, es hat mir wieder richtig gut gefallen. Der Grafikstil passte perfekt. Sounddesign war super. Vielen Dank fürs Spielen. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Abonniert den Kanal gerne, um mich zu unterstützen. Würde mich freuen. Und lasst einen Daumen nach oben da, um dieses Video zu unterstützen. Würde mich auch freuen. So, das war The Door in the Basement. Und ich gehe jetzt in den Keller, um mir was zu trinken. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.